Herzlich willkommen bei PlayStation VR 2. Mach dich bereit für aufregende neue virtuelle Welten, die sich real anfühlen, aussehen und anhören. Du entdeckst erweiterte sensorische und emotionale Erfahrungen und interagierst mit Spielen und Apps auf eine faszinierende neue Art und Weise. Schauen wir uns zunächst mal an, was du für dein Abenteuer brauchst. Als erstes dein brandneues PlayStation VR 2 Headset. Als nächstes der linke und rechte PlayStation VR 2 Sense Controller mit sicher befestigten Handgelenkschlaufen. Dann deine Stereo-Kopfhörer und Ohrpolster, ein USB-Kabel und schließlich alle beiliegenden Anleitungen und Dokumente. Wir empfehlen dir, vor dem Spielen die Anleitung durchzulesen, insbesondere alle wichtigen Gesundheits- und Sicherheitsinformationen. Die Einrichtung deiner PlayStation VR 2 funktioniert schnell und einfach. Schließe zunächst das VR-Headset-Kabel an den USB-Port Type-C deiner PlayStation 5-Konsole an. Schließe die mitgelieferten Kopfhörer oder deine eigenen Kopfhörer oder Headset mit Kopfhöreranschluss an den Stereo-Kopfhöreranschluss an der Unterseite deines VR-Headsets an. Du kannst auch ein Wireless-Headset verwenden, das mit deiner PlayStation 5-Konsole verbunden ist. Schalte deine Konsole ein und melde dich bei deinem Konto im PlayStation Network an. Drücke dann die Power-Taste auf deinem PlayStation VR 2 Headset unter dem Visier. Die Kontrollleuchte blinkt und leuchtet dann weiß. Befolge die Bildschirmanweisungen, um die Ersteinrichtung abzuschließen. Dein VR 2 Headset hat eine Einheitsgröße. Um sicherzustellen, dass du es ordnungsgemäß trägst, halte die Visier-Einstelltaste oben rechts auf dem PlayStation VR 2 Headset gedrückt und ziehe das Visier heraus. Halte dann den Kopfbügelöffner auf der Rückseite des PlayStation VR 2 Headsets gedrückt und ziehe den Kopfbügel zurück. Setze das VR 2 Headset auf deinen Kopf. Ziehe den Kopfbügel so weit zurück, dass er über dem unteren Ende deines Hinterkopfes sitzt. Um den Kopfbügel für einen bequemen, sicheren Sitz festzuziehen, drehe am Kopfbügelstellrad. Achte darauf, den Bügel nicht zu straff zu stellen. Halte nun die Visiereinstelltaste erneut gedrückt und ziehe das Visier zu dir hin. Stelle sicher, dass das Visier gerade ausgerichtet und nicht nach links oder rechts geneigt ist. Um das optimale Bild auf dem Bildschirm zu finden, drehe am Linsenstellrad oben links auf dem Headset. Damit kannst du den Abstand zwischen den Linsen an deine Augenposition anpassen. Du kannst jederzeit deine Umgebung überprüfen, ohne das VR-Headset abzunehmen. Drücke dazu die Funktionstaste neben der Power-Taste unter dem Visier, um auf die Durchlassansicht zu wechseln. Du kannst diese Taste auch neu zuweisen, um stattdessen das Mikrofon stumm zu schalten. Öffne einfach das Menü Einstellungen, gehe zu Zubehör und wähle dann PlayStation VR 2 aus. Du kannst auch von deinem PlayStation VR 2 Sense Controller schnell auf die Durchlassansicht zugreifen. Drücke die PlayStation-Taste, um das Control Center zu öffnen. Wähle die PlayStation VR 2 Karte und aktiviere Umgebung anzeigen. Wenn du eine Brille trägst, achte darauf, dass sie die Linsen deines VR-Headsets nicht berührt, während du die Position des Visiers änderst. Um dein PlayStation VR 2 Headset abzusetzen, halte die Visiereinstelltaste gedrückt, um das Visier herauszuziehen, und halte dann den Kopfbügelöffner auf der Rückseite des Headsets gedrückt. Ziehe den Kopfbügel zurück und hebe das Headset nach oben und vom Kopf weg. Die Anzeige des VR-Headsets schaltet sich dann automatisch aus. Bevor du die Controller an deinen Handgelenken befestigst, setze zuerst dein PlayStation VR 2 Headset auf und drücke die Funktionstaste, um die Durchlassansicht zu aktivieren. Du erkennst den linken und rechten PlayStation VR 2 Sense Controller leicht an den Buchstaben L und R auf den Ösen für die Handgelenkschlaufe. Um die Handgelenkschlaufe sicher zu befestigen, steck deine Hand durch die Schlaufe und ziehe daran, während du dein Handgelenk drehst. Lege deine Hand in den Tracking-Ring und den Daumen auf den Analogstick. Halte den Griff gut fest. Achte immer darauf, das USB-Kabel vor dem Spielen zu trennen. Du kannst zusätzliche Eingabe- und Interaktionsoptionen mit traditionellen Analogsticks und mit Aktionstasten abrufen, die auf das Controller-Set aufgeteilt sind. Quadrat- und Dreieck-Taste befinden sich auf dem linken Controller, genau wie die Create-Taste. Kreis- und Kreuztaste befinden sich auf dem rechten Controller, wie auch die Optionstaste. Die L2 und R2-Tasten befinden sich oben auf den Controllern. Diese Tasten unterstützen das adaptive Trigger-Feature, mit denen du verschiedene Stufen von Kraft und Spannung erleben kannst, während du mit Elementen und Umgebungen in kompatiblen Spielen interagierst.
Die L1 und R1-Tasten befinden sich in der Mitte des Griffs. Diese unterstützen die Fingerberührungserkennung, sodass du intuitive Bewegungen und Interaktionen in kompatiblen Spielen ausführen kannst, ohne eine Taste zu drücken. Indem du deinen Spielbereich an Spiele oder Apps anpasst, profitierst du von der bestmöglichen Erfahrung. Du kannst deinen Spielbereich während der Ersteinrichtung festlegen, indem du den Bildschirmanweisungen folgst. Um deinen Spielbereich zu ändern, drücke die PlayStation-Taste auf deinem PlayStation VR 2 Sense Controller. Das Control Center öffnet sich. Wähle die PlayStation VR 2 Karte und Spielbereich festlegen aus. Du kannst deinen Spielbereich auch ändern, indem du das Menü Einstellungen öffnest und zuerst Zubehör und dann PlayStation VR 2 auswählst. Die Tracking-Kamera deines PlayStation VR 2 Headsets scannt den Raum, um deinen Spielbereich festzulegen. Du kannst diesen Bereich dann weiter anpassen, damit er zur Form und Größe deines Raumes oder zu der Art des Gamings in deinem Spiel passt. PlayStation VR 2 bietet dir 3 verschiedene VR-Spielweisen zur Auswahl. Diese Spielweisen entsprechen der Position oder den Bewegungen, die du ausführen kannst, und helfen dabei, die Größe des benötigten Spielbereichs zu bestimmen. Du kannst zwischen frei im Raum, stehend und sitzend wählen. Mit frei im Raum hast du die größte Bewegungsfreiheit. Du brauchst dafür mindestens 2x2 Meter bzw. 6 Fuß 7 Zoll mal 6 Fuß 7 Zoll an verfügbarem Platz. Prüfe vor dem Kauf von Spielen oder Apps, welche VR-Spielweise unterstützt wird. Hier sind einige Tipps, um jedes Abenteuer so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten. Achte immer darauf, dass sich das Headset-Kabel der PlayStation VR 2 nicht um deinen Körper wickelt. Vermeide übertriebene oder übermäßig schnelle Bewegungen während des Spielens. Achte darauf, dass sich in deiner Umgebung keine Hindernisse, Stolperfallen, Personen oder Haustiere befinden. Eine Begrenzungslinie wird auf dem Display deines PlayStation VR 2 Headsets angezeigt, um dich zu warnen, dass du zu nah am Rand deines Spielbereichs bist. Wenn du den Spielbereich verlässt, wird dein Spiel angehalten und die Anzeige wechselt zur Durchlassansicht. Du bist nun bereit, spannende neue Abenteuer in der virtuellen Realität zu erleben. Viel Spaß beim Entdecken! PlayStation.